Und damit sind wir dann beim Lyocell. Das habe ich hier jetzt die ganze Zeit eben entsprechend schon drunter. Mit diesem kleinen Täschchen hier, ist auch von Vaudé. Ist genau genommen ein Lyocell Merino-Wolle Mix. Sieht aus wie Merino-Wolle, fühlt sich im Tragen an wie Merino-Wolle. Ich hole mal die Merino-Wolle als Vergleich. Hier nur mal so ein Direktvergleich von der Textur her. Das ist jetzt vielleicht noch ein Hauch feiner. Reine Merino-Wolle, hier noch ein Hauch grober. Aber ich kann wirklich nicht sagen, dass das weniger kuschelig wäre, so vom Trageverhalten. Ich ist ein paar Wäschen alt, durchaus. Wurde viel getragen, auch auf Tour. Und zeigt so einen ganz leichten, ganz, ganz leicht diese Knäuelbildung, ne, diese kleinen Knüppelchen da drauf an manchen Stellen. Insbesondere da, wo es dann halt doch ein bisschen mehr belastet wird durch zum Beispiel einen Hüftgurt, haben wir, hebe ich mal einfach so hoch, haben wir jetzt so ganz leicht, seht das, so einen ganz leichten Abriebeffekt, ohne dass ich mir jetzt wirklich Sorgen machen würde, dass das demnächst Löcher bekommt. Lyocell ist von allen Eigenschaften her der Merino-Wolle sehr, sehr ähnlich, dabei aber deutlich stabiler. Und das ist so ein bisschen der springende Punkt. Und jetzt muss ich noch weiter testen, aber ich hoffe, mit Lyocell Material gefunden zu haben, was quasi Merino-Wolle komplett ersetzen kann und eine bessere Ökobilanz hat, eine erheblich bessere Ökobilanz. Gut, wir sind bei 100 bis 200 Gramm für den Stoff. Das ist exakt wie Merino-Wolle. Wir haben eine Reißfestigkeit im Vergleich zu Merino-Wolle, die deutlich besser ist. Deutlich. Nämlich 3, also das ist kein Panzerhemd, ne? Also nicht Mythril oder sowas. Mythril? So genau weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Das ist auch schon im Herrn der Ringe immer viel diskutiert, wie man das jetzt nun genau aussprechen soll eigentlich im Deutschen. Egal. Jedenfalls Merino-Wolle, da sind wir nur bei 1,5. Weil das wirklich durch den Abrieb unter den Klamotten, unter dem Rucksack und so weiter und so fort wirklich schnell leidet. Und das habe ich hier deutlich weniger. Also so viel kann ich schon mal sagen. Deswegen gebe ich auf jeden Fall guten Gewissens 3 von 5 möglichen Haltbarkeitspunkten. Wasserdicht ist das Zeug überhaupt nicht. Man kriegt es auch nicht wasserdicht. Das funktioniert nicht. Die Faser nimmt zwar geringfügigst, nur geringfügigst Feuchtigkeit auf, aber so dicht das Ding spinnen, dass es dann irgendwie wasserdicht wäre, das macht auch nicht wirklich Sinn. Eher sieht das dann, verhält es sich dann so ein bisschen wie ein Pusslumpen aus Viskose. Viskose ist das Zeug, woraus die üblichen Spüllumpen gemacht sind, oder die Outdoor-Handtücher, die man, diese Ultraleicht-Handtücher, die man gerne verwendet, die sind auch meistens aus Viskose oder was Ähnlichem wie Viskose. Das heißt, das ist dann auch nicht mehr so angenehm. Bleibt man lieber bei der Fadendicke bzw. Dichte, die hier vorherrscht. Ökotechnisch hat es bei mir eine 1 bekommen, weil Holz ist nun mal ein nachwachsender Rohstoff. Der Energieaufwand, der notwendig ist, um diesen Stoff daraus herzustellen, ist super gering. Chemikalien braucht man nur welche, die 100%, sagen wir mal 99,7% wieder recycelt werden kann. Das heißt, der wirkliche Verbrauch an einer Umwelt eher unkritischen Chemikalie, ich habe vergessen, welche das genau war, ist extrem gering. Und sonst brauchst du bloß Wasser. Und mechanisch Abrieb, ja, also dass das Ding, das Holz mechanisch zerkleinert wird. Und dann kriegt man einen Holzbrei, und diesen Holzbrei kann man unter bestimmten thermischen Verfahren, da muss man es noch ein bisschen heiß machen für, okay, das braucht dann wieder etwas mehr Energie, das brauchst du aber bei jedem anderen Kunststoff auch. Und dann kannst du eben aus diesem Holzbrei raus den Faden, mit dem dieses T-Shirt jetzt gewebt ist, herausziehen. Und eine ganz, ganz tolle Sache. Für mich persönlich auf jeden Fall für T-Shirts, für Unterwäsche, der Outdoor-Stoff der Zukunft. Auch der Alltagsstoff der Zukunft, weil da spricht nichts dagegen, das auch im normalen Alltag zu benutzen. Es gibt noch wenig Firmen, die das Zeug herstellen. Deswegen ist es derzeit noch teurer, als es sein müsste, wenn der Markt mehr umkämpft wäre. Ja? Angebot und Nachfrage bekanntlich. Da das Angebot steigt, die Nachfrage steigt, das Angebot aber nur sehr langsam, sind die halt nicht super günstig, obwohl der Herstellungsprozess an sich eigentlich einer wäre, der sehr günstig wäre. Wenn Decathlon Polyester-T-Shirt für 4 Euro anbieten kann, müsste ein Lyocell-T-Shirt auch für, sagen wir mal, 5 Euro theoretisch irgendwann mal möglich sein.
in der Zukunft. Also ich sehe da großes, großes Potenzial. Wirklich kuschelig, tolle Trageeigenschaften. Kühlt, wenn es nass ist, wie Baumwolle so ein bisschen. Wärmt, wenn es trocken ist. Ja. Aber trotzdem, auch im nassen Zustand gibt es noch ein bisschen Wärme. Also es ist nicht wie Baumwolle, dass einem dann die Wärme richtig abzieht, sondern ist schon auch noch ein bissele warm. Negativ, bin ein Fan, fällt mir nichts ein. Na? Fällt mir wirklich nichts ein. Das könnte der Stoff der Zukunft definitiv sein. Preislich habe ich ihm jetzt eine 3 verpasst. Sehe ich gerade. Das liegt eben daran, dass es noch nicht so günstig ist, wie es sein könnte, aber es ist auch weit davon entfernt, unglaublich teuer zu sein und schon gar nicht für das, was das Zeug kann. So, jetzt mache ich nochmal Pause und beim dritten Dreh machen wir dann den Rest. So, bis später. So, es geht weiter mit der ganzen Ausrüstungsgedönsgeschichte. Und zwar hatte ich noch Folgendes vergessen, nämlich zum Lyocell, wo steht's? Hier steht's, kann man das noch? Ja, kann man noch sehen. Und nämlich, da war ich arg kurz, ja, da bin ich arg kurz durchgerascht. Ich habe hier noch ein T-Shirt, das ist auch aus Lyocell. Das sieht jetzt erstens rumpflig aus, weil es eigentlich reif für die Wäsche. Und zweitens sieht es ein bisschen seltsam aus vielleicht und zugegeben hat es zwei winzig kleine Fehlerchen, die der T-Shirt-Produzent beim Nähen seines ersten eigenen T-Shirts gemacht hat, aber das habe ich selbst genäht. Das ist also mein eigenes Lyocell-Shirt. Kostenpunkt ist dann sagenhaft niedrig, weil nämlich 1,60 Meter mal 1 Meter von Lyocell-Stoff im Einkauf kostet, also nur der Stoff, ja, ohne alles sonstiges drumherum, 10 Euro. Ja, und wenn man jetzt das Ding selber näht und außer Garn nichts weiter dazu verwendet, dann hat man Kosten von 10 Euro für ein schniegelnagelneues Lyocell-Shirt in der Größe ungefähr, vielleicht eher XXL, also es sitzt schon ganz gut locker und ich würde vermuten ungefähr so die Größe. Also bis zu der Größe kommt man dann auch mit so einem 1 Meter Lyocell hin. Das nehme ich jetzt auch mal als Anlass, um kurz darauf hinzuweisen, wer sich gerne irgendwie selber was nähen möchte im Outdoor-Bereich. Ja? Aus so ziemlich jedem Material, was wir hier in irgendeiner Form aufgeführt haben, der kann dieses Material als Meterware, also einfach den Stoff, kostengünstig erwerben bei extremtextil.de, heißen sie, glaube ich. Bin da mittlerweile begeistert von, was es da alles gibt und was ich da bisher alles ausprobiert habe, war auch alles qualitativ tippidoppi. Nur mal so als Beispiel, der VD-Lyocell-Stoff, ja, wo das Lyocell-T-Shirtchen, glaube ich, 40 Euro oder was kostet. Gut, das ist aber schon fertig, muss man dazu sagen. Da muss man sich dann nicht noch selber nähen in vielen Stunden Arbeit, weil man möglicherweise keine Ahnung hat, wie man ein T-Shirt näht. Ja. Das ist von der Textur her vielleicht noch ein Hauch feiner als das hier. Dafür habe ich bei dem, dadurch, dass die Textur nicht ganz so fein ist, das Gefühl, dass es doch noch mal ein Ticken robuster ist. Und habe ich jetzt auf Tour angehabt, 2 Tage in Folge. War extra eine Testtour nur für dieses T-Shirt. Und muss sagen, trocknet super schnell, wenn es durchgeschwitzt ist. Das wurde es mehrfach. Es wurde dann nachher mehrfach schnell wieder trocken. So vielleicht, also ein komplett nasser Rücken, der ist nach 15 Minuten oder was wieder trocken. Also so richtig nass, ja, so komplett durchgeschwitzt. Ansonsten gemüffelt, Moment, machen wir mal gute. Tatsächlich, müffelt noch gar nicht, also wirklich nicht besonders. Und ich habe es 36 Stunden, länger, bestimmt 42 Stunden irgendwas am Stück angehabt. Auch zum Schlafen übrigens, dann im Schlafsack zwischendrin. Und ja, nö, müffelt noch überhaupt nichts. Finde ich bemerkenswert. Dieses Lyocell ist aufgrund seiner Zellstruktur, seiner Faserstruktur, Zellstruktur hat es ja keine mehr in dem Sinn, ist das sehr, sehr unanfällig gegen bakteriellen Abbau, beziehungsweise überhaupt sehr unanfällig, dass da überhaupt Bakterien drauf leben können.
Das ist also nochmal ein wesentlicher Vorteil, den ich beim Lyocell beim anderen Video eben entsprechend vergessen habe. Das Zeug stinkt wirklich erst sehr, sehr spät. Das ist ein bisschen wie Merino-Wolle, das dauert ja auch sehr lange, bis die Geruch annimmt. Das ist bei Lyocell ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, möchte ich jetzt fast behaupten. Es gibt übrigens auch noch manche Textilien, die antibakterielle Ausstattung bekommen haben. Da hat dann also quasi der Hersteller noch irgendwas draufgesprüht, das dafür da ist, dass das Zeug eben weniger schnell stinkt, dass da also irgendwas ist, was das Wachstum und die Vermehrung und die Stinkeproduktion von Bakterien verhindert oder zumindest reduziert und verlangsamt. Ganz verhindern wird irgendwann auch nicht mehr möglich sein. Das gibt es für Kunststoffe auch. Kunststoffe sind ansonsten ja immer relativ schnell stinkend, wenn wir gerade mit der Stink-Debatte anfangen. Auch nochmal wichtig bei Lyocell ist wirklich ganz klar, sich klar zu machen, dass das hier streng genommen ein Kunststoff ist, weil der so in der Natur nicht vorkommt. Ja? Der Ausgangsstoff für diesen Kunststoff allerdings ist Holz. So, und Holz kommt ja nun sehr wohl in der Natur vor, wie wir wissen. Und dadurch, dass der Herstellungsprozess wirklich extrem umweltschonend ist, mit sehr wenig Ressourcen auskommt, mit einem sehr geringen Wasserverbrauch müssen wir betonen, ja, nicht Wasserumsatz. Für die Herstellung von dem Zeug wird schon Wasser benötigt, aber das Wasser wird dabei eben nicht super ultra dreckig, dass man es sofort wieder wegkippen muss und am besten in den nächsten Fluss ungefiltert reinleiten muss und solche Späße, sondern es wird lediglich für die Herstellung benötigt und hinterher steht es wieder zur Verfügung. Zumindest fast alles. Ja, und die Chemikalien, die für die Herstellung hierfür verantwortlich sind, die sind auch fast 100% rückgewinnbar. Und man muss ja auch nochmal so fair sein und eben unterscheiden zwischen Chemikalien, die extrem umwelttoxisch sind, die man zur Herstellung von Stoffen brauchen kann, und Chemikalien, die das eben nicht sind. Die will man jetzt auch nicht unbedingt ins nächste Trinkwasserreservoir gekippt haben, klar. Aber das Zeug, was man braucht, um Lyocell herzustellen, ist wirklich, wirklich unproblematisch. Und das ist aus meiner Sicht wirklich der Outdoor-Stoff schlechthin für die Zukunft, wenn es um körpernah getragene Gewebe geht. Also als T-Shirt, als lange Unterhose, als Pulli selbstverständlich, kann man das auch verwenden, kann ja auch ein dickeres Gewebsel sein. Kein Mensch sagt, dass das immer so ein dünner T-Shirt oder Unterhosenstoff oder sonst was sein muss, was man da draus herstellt. Das geht auch. Wäre vielleicht eines Tages auch vorstellbar, dass man da das ja ganz ähnliche Eigenschaften, ja, wie im Grunde die Merino-Wolle hat von der Faserstruktur her, dass man damit dann also auch einen feinfasrigen Wollpulli, sowas in der Richtung hinkriegen könnte, oder vielleicht ein Lyocell-Vlies, dafür kenne ich mich nicht genug aus, aber die technischen Möglichkeiten, was man jetzt mit einem Stoff, der so günstig, umweltfreundlich und nachhaltig produzierbar ist, alles anstellen kann, machen Lyocell zu einem überaus faszinierenden Gewebe. Im Rahmen von, dass ich ja immer Lyocell sage. Der eine oder andere hat schon in die Kommentare geschrieben, inzwischen habe ich das Zeug ja nicht mehr vorproduziert, sondern produziere es hinterher, was gut ist, weil jetzt kann ich Kommentare lesen und darauf dann gleich schon eingehen. Dass er Tencel Klamotten hat und mit denen super zufrieden ist. Tencel ist eine Handelsname von Lyocell. Das ist derzeit so der einzige, meines Wissens, wirklich große Mengen von Lyocell-Stoff herstellende Hersteller halt. Ja? Und Tencel ist auch völlig in Ordnung, da gibt es auch gar nichts dran auszusetzen. Ich wollte es nur gesagt haben. Also wenn irgendwo aus Tencel steht, dann ist gemeint Lyocell. Und wenn irgendwo aus Lyocell steht, dann muss nicht zwingend Tencel gemeint sein, wird es aber in vielen Fällen eventuell sein, ja. Ich hoffe, dass der Markt eben gerade schon dabei ist. Ich habe keine genaue Marktanalyse aktuelle gemacht. Ich habe das vor ein paar Monaten mir mal genauer angeguckt und deshalb ist mein aktueller Stand also nicht der aller aktuellste. Deshalb hoffe ich, dass das inzwischen wirklich noch deutlich mehr Hersteller eben von dem Zeug gibt. Ich hoffe auch, dass es nicht inzwischen auch böse Hersteller von dem Zeug gibt, weil man könnte auch so tun, als würde man super umweltfreundliches Lyocell herstellen und im Endeffekt ist es dann gar nicht so super umweltfreundlich, weil man nochmal Kosten sparen wollte und ich weiß es nicht. Aber
also wirklich ein das Potenzial von diesem Zeug ist ganz außerordentlich. Nochmal, es trocknet super schnell, es stinkt super spät, es ist durchaus sehr, sehr langlebig und robust. Also sehr, sehr vielleicht nicht, aber sehr schon. Also ein sehr. Es ist sehr angenehm zu tragen, es gibt ein tolles Körperklima, es kratzt nicht, es juckt nicht. Ich wüsste auch nicht, dass es, also vielleicht wird sich noch herausstellen, dass es Leute gibt, die gegen Holzfaser eine Allergie aufweisen. Bisher kenne ich keine. Und es lässt sich gut verarbeiten. Der Stoff ist übrigens auch meistens noch leicht dehnfähig. Ansonsten kann man auch problemlos noch Elastan einweben. Dann ist es halt noch dehnfähiger und so weiter und so weiter. Und Ripstop Tencel bzw. Ripstop Biocell wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit für die Zukunft. Man sollte das Zeug jedenfalls definitiv auf dem Schirm behalten. Und ich möchte so weit gehen, dass ich meine Garderobe, die ich aus Lyocell machen kann, wenn es das jetzt noch in anderen Farben gäbe, wäre schön. Das ist nämlich derzeit die einzige Farbe, die man bei Extrem Textil kaufen kann. Nicht, dass ich gegen die Farbe was habe, die gefällt mir schon. Aber wenn ich jetzt nur in diesem Blau noch rumlaufe, komme ich mir auch irgendwann blöde vor. Aber gut, das ist nur eine Frage der Zeit, bis da sicherlich noch mehr in der Hinsicht möglich ist. Und ich würde wirklich gerne meine Garderobe irgendwann mal auf Lyocell umgestellt haben. Ich finde das halt nochmal erheblich nachhaltiger als Wolle und es ist auch eine Naturfaser und sie hat alle positiven Eigenschaften. Der Merino-Wolle ist noch erheblich umweltfreundlicher eben als die Merino-Wolle. Die rundum sorglos Faser für alle Textilien, die jetzt nicht zwingend unglaublich robust, sprich so richtig durch die Dornen gezogen werden müssen und so ein Zeug, oder eben wasserdicht sein sollen. Ja? Für alles andere ist das aus meiner Sicht wirklich derzeit der tollste Stoff, den es gibt. So, also jetzt bin ich dem Thema würdig, ausführlich genug würdig geworden, so irgendwie. Na. Komischer Satz. Egal, ihr wisst, was gemeint ist. Wir machen weiter. So, jetzt kommt aber die Baumarktplane dran. Dazu ein paar grundlegende Worte. Baumarktplane polarisiert sehr. Es gibt Leute, die sagen, ich komme nur mit Baumarktplane. Baumarktplane ist das einzig Wahre. Was anderes braucht man überhaupt nicht. Kommt immer darauf an, was man vorhat, würde ich sagen. Aber für ein Waldläuferleben in Deutschland braucht man wahrscheinlich wirklich nicht wirklich unbedingt was anderes als eine Baumarktplane. Man kann was anderes benutzen, wenn einem das lieber ist, weil es zum Beispiel leichter ist, weil es zum Beispiel langlebiger ist, weil es zum Beispiel irgendwelche anderen schönen Eigenschaften hat, die man gerne mag, weil es weniger Geräusch erzeugt. So eine Baumarktplane macht relativ viel Lärm, relativ viel. Und es kommt auch auf die Art der Baumarktplane an. Aber ja, das sind so mögliche Gründe, weshalb man vielleicht was anderes haben möchte. Ja? Vielleicht steht man auch drauf, irgendwie das Beste vom Besten zu haben oder sich nach und nach auch selber Sachen zusammenzubauen, die den eigenen Bedürfnissen am besten entsprechen. Das ist jetzt gerade so mein Metier. Ich versuche mir jetzt mal das Zeug, so wie ich es haben möchte, langsam selber zu machen. Aber das muss man nicht. Man kann auch irgendwie mal das was Entsprechendes abkaufen und so weiter und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Wir vergessen bei dieser ganzen Agierdiskussion einfach zu sehr, dass man sich deswegen nicht anfeinden muss. Es ist im Endeffekt sowieso in dem Moment völlig schnurzpiepegal, mit welcher Ausrüstung jemand rausgeht, sobald er draußen ist. Dann hat er nur die eine und mit der muss er zurechtkommen. Und wenn es die falsche war, dann würde er die Konsequenzen tragen müssen. Und wenn es nicht die falsche war, dann ist es gut. Und wenn er so krass drauf ist, dass es völlig egal ist, mit was er rausrennt, weil er mit allem klarkommt, dann ist es doch auch wunderbar. Aber das ändert ja auch nichts für das, was man jeweils individuell vorhat. Wenn ich rausgehe und jemand anders eine bessere Ausrüstung dabei hat als ich, dann habe ich immer noch das dabei, was ich dabei habe. Oder wenn ich rausgehe und jemand anders hat viel weniger Ausrüstung dabei und kommt trotzdem klar oder viel einfachere Ausrüstung, weil er einfach mehr Skill hat, dann ändert das immer noch nichts daran, dass ich das dabei habe, was ich dabei habe. Das kann ich dann unterwegs wegwerfen, dann liegt es in der Natur rum und verrottet im Regelfall sehr, sehr langsam bis überhaupt nicht, je nachdem wie plastikhaltig es halt gewesen ist. Aber es ist doch Blödsinn. Es ändert doch nichts. Da kann man sich wirklich sehr schön entsprechend drüber aufregen, über die Leute, die sich darüber wahnsinnig aufregen. Jeder muss selber entscheiden, was er mitnimmt und dass ich mich jetzt eben schon stundenlang gefühlt dazu auslasse, was man potenziell mitnehmen kann, das ist natürlich nur für die Leute, die da auch Spaß dran haben, eben sich ihre Ausrüstung zusammen zu optimieren. Das ist ein Hobby, das kann man so machen, das muss man nicht so machen. Wenn aber jemand Spaß dran hat, das entsprechend zu tun,
dann ist der nicht blöd oder doof oder sonst wie, sondern der hat da einfach schlicht und ergreifend Spaß dran. Das macht niemanden zu einem schlechten Mensch, dass er sich gerne Gedanken macht über besonders gute Ausrüstung. Und es macht auch mich nicht zum schlechten Menschen, wenn ich jetzt da diesbezüglich ein paar Tipps gebe. Insbesondere macht es mich deswegen meiner Meinung nach nicht zum schlechten Menschen, weil ich noch nie gehört habe, dass irgendjemand bei sowas mal auf das Thema Umwelt nennenswert eingeht. Ja? Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass man sich dazu wirklich ein paar Gedanken machen sollte, bevor man seinen jeweiligen Haufen an Ausrüstung, den man daheim rumliegen hat, noch weiter ergänzt. Gut, das war's Wort zum Sonntag. Und jetzt die Baumarktplane nochmal. Die ist recht universell einsetzbar. Man kann damit einen Tarp bauen, eine Badewanne, ein Boot, einen Regenumhang, eine Schlafsackunterlage, einen Biwaksack, einen Schlafsack, ein Dach, Regendach. Man kann sie zur Verstärkung von Hütten verwenden. Man kann eine Suppe drin kochen. Man kann Brennholz drauf transportieren, man kann Brennholz drunter trocken halten, man kann sich eine Rutschbahn damit bauen, man kann sich einen Schleuder daraus bauen, man kann sich Kleidungsstücke draus zusammennähen, man kann sie zur Verstärkung von sonst was verwenden, als Ersatzteillager sozusagen, man kann sich einen Rucksack draus bauen, einen Seesack draus bauen. Man hat 7000 Möglichkeiten, was man mit der Baumarktplane alles anstellen kann. Jetzt tun wir aber bitte nicht so, als wäre das die Baumarktplane das einzige Gewebe, mit dem das geht, sondern ganz viele von der Liste, da geht das nämlich auch. Die sind nur erheblich teurer und dementsprechend macht es schon Sinn, dann für solche universell einsetzbar und wenn sie kaputt geht, ist nicht so schlimm, dann kaufe ich mir noch eine, Projekte in eine Baumarktplane zu nehmen. So, und beim Punkt, wenn sie kaputt geht, ist nicht so schlimm, dann kaufe ich mir noch eine, sind wir jetzt da, wo man normalerweise sagt, ja, wie gesagt, ist nicht schlimm, ich kaufe mir noch eine. Aber wo ich jetzt mal widersprechen möchte, weil ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit eben auch den Faktor Umwelt hier mit eingebaut und die Wegwerfmentalität bei Baumarktplane, hier sind wir, macht die jetzt umwelttechnisch nicht wirklich doll. Da habe ich jetzt eine 3 bis 4 eingegeben. Je nachdem, wie sehr man die Wegwerfmentalität bei der Baumarktplane eben frönt, kannst du da auch locker wieder eine 5 geben. Wenn du gefühlt alle 3 Wochen deine Baumarktplane geschrottet hast und dir alle 3 Wochen ein Riesenstück Plastik kaufst, ist das schon nicht so richtig nachhaltig, ja? Und insbesondere, wenn man sie nach Gebrauch, nach kaputt, dann sogar noch im Wald liegen lässt, das wäre natürlich ein Riesenfrevel, aber angenommen, man würde das tun, dann ist man ganz schnell ein ziemlicher Arsch, vorsichtig ausgedrückt, ja? Wer allerdings auf seine Baumarktplane gut aufpasst, ja, und nur selten, so sagen wir mal alle 2 Jährchen oder was, eine neue Baumarktplane braucht, oder sogar noch seltener, es soll Leute geben, bei denen halten die lange. Es gibt Leute, bei denen halten die überhaupt nicht lange. Im Mittel ist, glaube ich, 2 Jahre ein ganz guter Wert. Dann geht das wieder. Ja, dann ist das schon in Ordnung. Blöd bloß, wenn man Baumarktplane plus 7000 andere Ausrüstungsgegenstände besitzt und sich nur deswegen immer wieder eine neue Baumarktplane besorgt, damit man sie halt hat, weil sie halt cool auch irgendwo ist. Und dann wird es schnell wieder ein bisschen blöde, ne? Ich besitze derzeit eine, die komplett für den Eimer ist. Die haben wir uns jetzt zurechtgeschnitten für verschiedene Projekte, Selbstbauprojekte. Man kann zum Beispiel wunderbare Sitzunterlagen aus teilweise Baumarktplane herstellen. Für das wird die gerade verwendet. Dann habe ich eine schwere Baumarktplane. Diese hier. Also das ist eine sehr feste von Material her, eine sehr schwere auch natürlich. Fest ist gleich schwer, es geht nicht anders. Außer man nimmt Dyneema, das ist leicht unfest, vergleichsweise. Aber die ist schon ziemlich unkaputtbar. Die brauche ich hin und wieder mal dann wirklich zum Abdecken. Die habe ich auch schon verwendet zum Transport von zum Beispiel Gartenabfällen. Wenn man dornige Gartenabfälle hat, kriegt die mal irgendwo ins Auto geladen, ohne dir großartig weh zu tun, wenn du sie nicht vorher in einem sehr dichten Gewebe, zum Beispiel so einer Baumarktplane, entsprechend einwickelst. Für sowas wird die immer wieder hergenommen. Die liegt hier unten im Keller, die ist UV-geschützt. Die hält auf diesem Wege tatsächlich ewig. Und dann habe ich da auch kein schlechtes Gewissen, dass ich die besitze. So, dann hatte ich mal noch eine leichte Baumarktplane. Die ist mir verrissen im Sturm, weil ich gemeint habe, sie wäre ein tolles Tarp. Sie ist auch ein ganz ordentliches Tarp, aber
einen mindestens genauso starken Sturm hatten wir vorgestern im Walde und haben unter einem Silnylon, unserem Evelyns selbstgenähten Silnylon-Tarp übernachtet, und das hat nicht die geringsten Verschleißspuren aufgewiesen und ist dabei noch deutlich leichter als das Material von Baumarktplane. Also so ein chancenlos überlegenes Material ist dieses Baumarktplanenplastik jetzt echt nicht. Es gibt schon Gründe, weshalb man für mehr Geld andere Materialien kriegt, die leichter sind und angeblich besser, weil sie halt tatsächlich besser sind. Sie kosten aber viel mehr Geld, das muss man im Hinterkopf behalten. Ja? Also mit Baumarktplane hat eine Preis-Leistungs-Fähigkeit, ja? Eine Möglichkeit, was man damit alles anstellen kann für das, was sie kostet, das ist grandios. Das ist der riesenfette Vorteil von Baumarktplanen. Und gerade eben auch, dass es sie in mehreren Stärken gibt für verschiedene Anwendungen, macht sie dann nochmal etwas flexibler. Man muss ja nicht die eine Baumarktplane nehmen, sondern kann eine schwere haben, so wie ich, und eine leichte zusätzlich eben noch mitnehmen. Die kann man sich sogar noch zurechtschneiden, wenn man gar keine 2x3 Meter braucht, sondern nur 2x1 Meter. Das wäre hier jetzt dieses Ding. Ungefähr ist noch ein bisschen weniger. Es ist eher 1,80 Meter mal 75 cm, naja, nicht ganz, sagen wir mal 80 cm, sowas um den Dreh. Das ist einfach als eine Person Unterlegplane für die unter die Isomatte gedacht gewesen. Ja, und da finde ich, ist Baumarktplane als Unterlegmatte für Isomatten sicherlich eins der besseren Materialien. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht noch was Besseres in Anführungszeichen für mich und das, was ich haben möchte. Es hängt immer vom Anwender ab, ganz wichtig. Da mag es vielleicht noch was Besseres geben, aber für mich war das eine sehr, 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 sehr gute Option und ich bin da bisher auch ganz zufrieden mit und die sieht auch noch aus wie neu. Baumarktplanen wiegen sowas zwischen, ganz grob, 65 bis 140 Gramm pro Quadratmeter. Wollen wir jetzt zum Beispiel klassische Anwendung der Baumarktplane, sie als ein Tarp verwenden und nehmen die 2x3 Meter Variante. Gebräuchlich im Outdoor-Bereich sind einmal die 3x4 Meter Variante für die Leute, die irgendwelche krassen Aufbauten machen wollen, und die 2x3 Meter Variante für die Leute, die eher einen einfachen Aufbau bevorzugen. Das sind so die beiden Standard-Baumarktplanen, die man im Wald häufiger antrifft. Und wenn jetzt zum Beispiel das Ding, sagen wir jetzt mal, nur der Rechnerei halber, 100 Gramm pro Quadratmeter wiegt, dann haben wir bei einer 2x3 Meter Plane logischerweise 600 Gramm Gewicht. Hat die hier nicht, die ist leichter. Die ist nochmal deutlich leichter. Die hat, glaube ich, 70 Gramm pro Quadratmeter oder irgendwie sowas in den Dreh. Oder wir haben, wenn wir eben eine 3x4 Meter Plane nehmen, dann haben wir logischerweise 1,2 Kilo an Gewicht, was wir dann mit Baumarktplane mit uns rumschleppen. Wenn es eine noch schwerere Baumarktplane ist, nur 130, 140 Gramm pro Quadratmeter, dann könnt ihr euch ausrechnen, was das jeweils wiegt. Das ist für einen Tarp ziemlich schwer. Wa? Die sehr leichte ist für einen Tarp immer noch ja, Normalbereich. Nur jetzt, angeblich, soll die ja so unglaublich robust und unglaublich reißfest sein. Die ist ja auch sehr reißfest. Aber mit modernen Hightech-Materialien ist die nicht zu vergleichen. Die wiegen locker die Hälfte und sind genauso reißfest. Sie sind nicht so stichdicht. Sie sind teilweise vielleicht nicht ganz so wasserdicht, aber bei Wasserdichtigkeit, darauf sind wir ja auch schon eingegangen, wir brauchen ja nicht unbedingt zwingend für alles eine Wasserdichtigkeit jenseits von Gut und Böse, und es reicht wasserdicht und nicht 17-mal fach wasserdicht oder 20-fach wasserdicht. 1000 mm, hatte ich ja gesagt, kann man im Allgemeinen als wasserdicht ansehen. Es gibt auch Leute, die sagen, 800 mm oder 700 mm sind schon wasserdicht, da kann man sich wunderbar kloppen. Ich persönlich möchte gern 1000 haben und alles, was da drüber ist, das brauche ich im Grunde nicht, weil dann ist es ja mehr wasserdichter als wasserdicht. Außer, eine Ausnahme gibt es, wenn man sich drauflegen möchte. Deswegen ist das Thema Bodenplane durchaus interessant. Wenn man da ein Material hat, das nur in Anführungszeichen 1000 mm hat, wie viel Baumarktplane hat, weiß kein Mensch, wurde nie getestet, gibt es keine Ergebnisse zu. Und die Produktionsqualität schwankt auch erheblich. Das ist ein billiges Zeug, das wird mal eben aus der Maschine gehauen, abgeschnitten, gut ist.
das kann mal besonders doll ausfallen, das kann mal besonders schlecht ausfallen, das kann zwischendrin kleine Löchlein haben, das kann zwischendrin irgendwelche Schwächen im Material haben, das weiß man nie. Da gibt es keine Qualitätsendkontrolle und so weiter. Das ist auch tendenziell nochmal so ein kleiner Nachteil, den man allerdings für den Preis durchaus in Kauf nehmen kann, wie ich finde. Jedenfalls, Baumarktplane ist schon, auch wenn man sich drauflegt und dann der eigene Druck nochmal auf den wassergesättigten Boden wirkt, etwas, was noch wasserdicht ist. Normalerweise kann man sagen, bei so Bodenplan sollte man schon 2000, vielleicht 2500 Millimeter Wassersäule haben, damit da wirklich nichts durchgeht, wenn man sich auf einen recht nassen Boden legt, ja, und durch das eigene Gewicht, wie gesagt, noch Druck ausübt. Also das kann Baumarktplaner auch noch, auf jeden Fall, kriegt sie hin. Verglichen mit anderen Materialien, die man für einen ähnlichen Zweck verwenden würde, wie eben das beliebte Silnylon, nur noch okay. Ja? So. Meiner Meinung nach. Ja? Und man hört über Baumarktplane, gerade weil sie ein so viel verwendetes Material ist, jede Menge Zeug. Und ihr werdet jemanden grundsätzlich für jede Meinung, die man zu Baumarktplane haben kann, werdet ihr irgendjemanden im Internet finden, der euch genau diese Meinung bestätigt. Und dann könnt ihr euch in den jeweiligen Club der Baumarktplanenbesitzer hineinhocken und dort mit der Meinung, die ihr zu Baumarktplane gerne haben möchtet, sitzen bleiben. Und dann ist ja auch in Ordnung, völlig okay. Meine Meinung jedenfalls zu Baumarktplane ist, Preis-Leistungs-Verhältnis ist großartig, sie kann sehr, sehr, sehr viel für das, was sie kostet. Wenn man sie nicht dauernd ersetzt, dann kann man durchaus ein paar von den Dingern haben. Wenn man nur Baumarktplane verwendet und sie ständig kaputt macht, wird es auch nicht besonders umweltfreundlich. Und dann könnte man auch darüber nachdenken, ob man sich nicht einfach was kauft aus dem hochwertigen Material, das halt eben nicht dauernd kputt geht. Ja, so laut, da auf das läuft es mehr oder weniger hinaus. Ich habe noch eine Sache vergessen, ein viel geschriebener und viel veröffentlichter Nachteil der Baumarktplane ist, weshalb viele Leute das Ding auch nicht mögen, das Raschelverhalten. Zum Vergleich, Silnylon, müsste ich jetzt noch ein bisschen, Entschuldigung, muss ich noch ein bisschen besser aufmachen, Moment, dass wir auch einen besseren Vergleich kriegen. Ich persönlich höre da keinen fetten Unterschied. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute, die sagen, Baumarktplane raschelt so furchtbar stark, auch daran, dass die eine schwere Baumarktplane verwenden und nicht eine leichte, wie ich jetzt gerade hatte, weil die macht schon wirklich einen enormen Lärm. Das Mikrofon regelt die Spitzen jetzt wieder runter. Wir müssen mir einfach glauben, dass die schwere Baumarktplane wirklich richtig Krach macht. Wenn die im Wind dahin fetzt, wenn es mal eine stürmischere Übernachtung wird und man hat so ein Ding als Tarp, dann macht das richtig Krach. Und da ist dann Silnylon viel, viel leichter. Aber es ist nicht so, dass das überhaupt keine Geräusche macht. Und die leichte Baumarktplane, leichterer Bauart, vielleicht ein Hauch lauter als Silnylon. Also, ich wollte es nur gesagt haben. So, dann kommen wir zu jenem schönen Material hier. Das ist ein Wetterschutz aus Polyester, das man wasserdicht beschichtet hat. Ja, gab es früher jede Menge Zelte, die aus dem Material waren. Das hat bis heute noch viele Vorteile und ich würde bis heute Zelte, die aus diesem Material sind, dem Silnylon-Zelt, das ist die andere große Variante für Zeltstoff, vorziehen, wenn ich dann längere Zeit irgendwo zelten möchte. Wenn ich ein Zelt haben möchte, das eine Weile lang rumstehen soll und das nicht dauernd bewegt werden muss, dann ist das hier wirklich ein erheblich praktischeres, erheblich schöneres Material und nur ist es halt schwerer. Das ist auch schon der einzige Nachteil. Ja? Technische Daten, Polyester für Zelte, so um die 160 Gramm pro Quadratmeter, so ganz ungefähr, schwer zu sagen, aber ja, das kommt ungefähr hin, ja, plus minus ein bisschen. Es mag welche geben, die sind einfach dünner gewebt, die sind dann leichter. Es mag welche geben, die sind ein bisschen dicker gewebt, die sind dann schwerer. So, dann muss man sagen, Robustheit ist ausgezeichnet. Das Material an sich ist eben sehr, 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 sehr robust, sehr haltbar. Für ein Zeltgewebe vielleicht mit das robusteste, was man da so kriegen kann.
Wasserdichtigkeit ist dann gegeben, wenn man es noch wasserdicht beschichtet. Üblicherweise nimmt man da gerne PU, die berühmte PU-Beschichtung, die ist nicht besonders langlebig, dafür ist sie sehr billig. Man kriegt da also für wenig Geld schon ein stabiles, sehr wasserdichtes Zelt, das halt dann irgendwann die Beschichtung nachlässt. Die trocknet quasi aus und man kann sie dann wie so Schuppen vom Zelt ziehen. Oder man kriegt das Zeug auch silikonbeschichtet, das ist definitiv die hochwertigere Beschichtung. Hält dann also deutlich länger, kostet natürlich ein bisschen mehr Geld. Das ist auch schon der ganze Zauber im Wesentlichen. Silikonbeschichtung ist auch noch etwas weniger UV-empfindlich. Wobei die UV-Empfindlichkeit bei diesen Zelten eh nicht so sehr das Thema ist. Die sind da wohl ein bisschen besser grundsätzlich als die Sil-Nylon-Zelte. Habe ich mir sagen lassen, aber nagelt mich da nicht fest. Wer sich damit genauer auskennt, dann darf es bitte gerne in die Kommentare schreiben. Da sind wir bestimmt nicht böse. So. Umwelt, Mohammas, da steht's, 3 bis 4 ist halt nicht besonders toll, ist nicht besonders schlecht. Wenn man es lange benutzt, dann ist es in Ordnung. Wenn man es nicht lange benutzt, dann war es natürlich scheiße, dass man es trotzdem entsprechend gekauft hat. Also so ein Intermediär-Dingens. Preislich, ja, eher so zwischen 2 und 4 anzuordnen. Die silikonbeschichtete Variante kann dann ein bisschen teuer werden. Ansonsten vielleicht doch eher im 2er-Bereich. Also sie sind nicht sonderlich teuer, die Zelte aus dem Zeug. Sofern man überhaupt noch welche findet. Sie werden selten. Zelte aus dem Zeug, wirklich, sie werden sehr, sehr selten. Warum werden sie selten? Weil es schwerer ist. Nachteil, es ist schwerer. Es ist schwerer als mögliche Alternativen. Das ist auch schon der einzige Grund, meiner Meinung nach und nach meiner Recherche, weshalb dieses Zeug nicht mehr so viel verwendet wird. Man muss es in einer gewissen Materialstärke verwenden, die einfach Garngewichte bzw. Materialgewichte an sich von unter 130, 120 Gramm pro Quadratmeter nicht mehr zulassen. Also jedenfalls nicht viel mehr darunter. Und da kann man mit Sil-Nylon jetzt den Vorteil haben, dass es Sil-Nylon ab theoretisch 30 Gramm pro Quadratmeter gibt. Also nur ein Viertel oder sowas von dem Zeug. Und da kannst du dann schon massiv Gewicht einsparen. Für manche Leute ist das dann halt eben ein Thema. Wer aber auf das Gewicht pfeifen kann und ein langfristiges Zelt sucht, dass er gar nicht durch die Gegend schleift, kriegt hier einen entscheidenden Vorteil noch, den ich erwähnen muss, neben der höheren Haltbarkeit. Das da dehnt sich nicht aus, wenn es nass wird. Das hier schon. Und für die Praxis heißt das, wenn man sowas hat, muss man nachts nicht aufstehen und das Zelt nachspannen. Wenn man sowas hat, muss man nachts aufstehen und das Zelt nachspannen, sofern man dann nicht möchte. Wenn es regnet natürlich nur, wenn es nicht regnet, ist auch gut. Aber wenn man nicht möchte, dass einem das Zelt morgens durchhängt und die Spannung einfach raus ist, dass die viele Arbeit mit dem Abspannen vom Zelt für den Eimer war, weil einfach das Material nachgegeben hat und jetzt nicht mehr straff hängt, sondern es hängt einem das Außenzelt auf dem Innenzelt und gegebenenfalls kracht das ganze Ding halb zusammen und man hat weniger Platz drin und kann sich nicht mehr bewegen, ohne an die möglicherweise nasse Zeltwand zu klatschen. Und immer solche Ergebnisse dieser Art sind in einem Sil-Nylon-Zelt halt relativ normal, wenn man dann nicht irgendwann nachts nochmal nachspannt. Und das Problem hat man hiermit halt eben nicht. So, das ist schon der ganze Zauber im Großen und Ganzen. Ja, nochmal zum Überblick hier nochmal die Tafel. Wir haben jetzt eben besprochen, noch einen Nachtrag zum Lyozell, dann haben wir die Baumarktplane bequatscht. Wir haben uns, ich habe Cordura vergessen, hoppala, dann machen wir das gleich noch, Entschuldigung. Wir haben uns Polyesterzelt unterhalten, das Sil-Nylon-Zeltgewebe, also ich sag jetzt mal, ne, Polyester kannst du natürlich auch für andere Sachen nehmen. Wir hatten es ja auch schon von der Polyesterhose, die übrigens auch relativ robust ist. Ne? Kann man für alles Mögliche nehmen. In diesem Fall habe ich jetzt unterschieden zwischen Polyester-Zeltgewebe, das beschichtete, das wasserdicht ist, und eben einem Polyester nicht beschichtet Gewebe für eben Hose, theoretisch T-Shirts, Funktionskleidung, wenn man die dann so nennen möchte, kann man ja alles Mögliche draus machen. Gut, aber jetzt Cordura. Das ist
ein primär, glaube ich, auf Nylon basierendes, bin ich mir gar nicht so sicher, jedenfalls auf irgendeinem Kunststoff natürlich, basierendes, sehr, sehr starkes Gewebe. Man kennt es von Rucksäcken. Fast jeder Rucksack hat irgendwas Cordura-artiges verarbeitet. Es muss nicht zwingend wirklich original Cordura sein. Cordura ist ein Markenname. Also das ist ein, der Stoff selber vom Hersteller XY darf dann Cordura genannt werden. Andere Leute müssen was herstellen, das fast die gleichen Eigenschaften hat, aber nicht Cordura genannt werden darf. Das ist so ein bisschen wie das Tempo. Ja? Jeder weiß, dass wenn man jemand Tempo sagt, er ein Taschentuch meint, wurscht von welcher Firma. Das kann auch ein Ceva Softie sein. Man nennt es trotzdem im Sprachgebrauch Tempo, obwohl es eigentlich ein Ceva Softie ist. Oder ein Föhn. Eigentlich ist das ein Haartrockner. Und nicht ein Föhn, weil ein Föhn ist, glaube ich, ein eingetragener Markenname von AEG oder von was weiß ich wem. Wer das auch wieder besser weiß als ich, bitte gerne in die Kommentare schreiben, aber das ist halt ne, der Klassiker. Und Cordura ist auch so ein Fall. Ein sehr, sehr, sehr robustes Kunststoff, Ripstop-Gewebe, grundsätzlich Ripstop drin. Das es gibt in bis zu 1000 D Stärke. Ja? Das ist dann also arschschwer. Noch immer nicht kugelsicher, aber man müsste sich schon zum Beispiel sehr Mühe geben, um da mit dem Messer noch durchzukommen. Ja? Nur mal so als Beispiel. Und das wird im Grunde nur für Rucksäcke, theoretisch noch für Schuhe manchmal verwendet, dann für irgendwelche Schutzkleidung. Cordura im Ausrüstung, Outdoor-Bereich muss man sagen, so irgendwas ab 200 Gramm pro Quadratmeter macht das Zeug dann langsam mal Sinn. Ja, das ist noch ein recht leichtes. Nach oben hin ist eben alles möglich. Man kriegt auch Cordura, das 500 Gramm pro Quadratmeter wiegt. Also wirklich so richtig bolle schweres Zeug dann für diese militärischen Rucksäcke mit ganz viel Molle und so einem Schissdreck dran. Ich kann da nichts mit anfangen, es tut mir leid. Aber wer das gerne mag, für den ist auf jeden Fall Cordura ein Begriff. Und ja, ich habe ihm mal 6 Festigkeitssternchen verpasst, weil mit Cordura kannst du wirklich Materialien herstellen, die sind de facto unzerstörbar. Der musst du dir schon, da brauchst du einen Schweißbrenner oder was weiß ich oder keine Ahnung, musst massiv drauf einstechen mit dem Messer, wirklich mit größter Kraftanstrengung versuchen, das kaputt zu bekommen. Wenn du sowas in der Richtung nicht machst, wenn man das Zeug nur normalen Belastungen für ein Outdoor-Gewebe aussetzt, darauf kannst du den Hang runterrutschen und kannst deswegen den Hang runterschmeißen, da passiert nichts. Völlig Wurst, geht nicht kaputt. Top, das ist der große Vorteil. Es geht nicht kaputt. Nachteil, es ist sau schwer. Fertig. Cordura ist im Grunde das Sinnvollste, das Simpelste unter den genannten Sachen. Man kann es wie jeden Kunststoff auch beschichten, damit es wasserdicht ist. Muss man nicht, kann man. Es gibt Beschichtungen, die so ein bisschen Wasserdichtigkeit erzeugen. Es gibt Beschichtungen, die ganz viel Wasserdichtigkeit erzeugen. Umweltmäßig sind wir genau da, wo wir bei jedem anderen Plastik auch sind. 3 bis 4, sowas um den Dreh. Preislich kostet so 2 bis 4 ungefähr. Die super starken Sachen, die mögen dann vielleicht eventuell noch teurer sein. Aber dann, wenn man das kaufen möchte, dann weiß man wahrscheinlich, warum es so teuer sein muss. Weil dann wird man schon irgendeinen Grund haben, dass man es braucht. Gehe ich mal schwer von aus. Aber da kenne ich mich nicht mit aus. Ja, ich kenne Cordura nur in den normalen, in Anführungszeichen, Stärken und dann eigentlich nur von Rucksackböden und Ähnlichem. Ja, zum Beispiel Rucksackböden oder halt Rucksackgrundmaterial hat man auch schon gesehen. Ja, ist super beliebt inzwischen im Outdoor-Bereich, gerade bei den Bushcraftern, bei den etwas militärischen Ausrüstung haben müssen, angehauchten Leuten sowieso. Und bei den Zombie-Apokalypsen-Preparern ist es auch sehr, sehr, sehr beliebt. Vielleicht ist es auch zombie-dicht, ich bin mir nicht sicher. So, ja, also Cordura haben wir damit auch angequatscht. Und jetzt kommen wir eben zum Sil-Nylon. Hier ist es. Also ein mögliches Beispiel ist hier so ein Ground-Sheet. Das ist ursprünglich als Bodenplane gedacht. Wer auf die Idee gekommen ist, dass eine gute Idee sei, eine Bodenplane aus Sil-Nylon herzustellen, das weiß ich jetzt nicht ganz. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber jedenfalls ist das hier Sil-Nylon. Das gibt es gewichtstechnisch ab 36 Gramm. Das ist jedenfalls das Leichteste, was ich jetzt gefunden habe, was noch Sinn macht von der Verwendung. Es mag noch welches geben, das noch leichter ist. Das macht dann aber für eine Verwendung als zum Beispiel Zelt oder Tarp eigentlich meiner Meinung nach keinen Sinn mehr, weil es dann zu fragil wird. Ja?
ein 36D, Quatsch, ein 36 Gramm Nylon kriegt man auch noch mit Ripstop-Gewebe. Dadurch ist es dann doch noch relativ stabil und es kann sogar noch 20D entsprechend haben, das 36 Gramm Zeug. Und das sind dann eigentlich Werte, die schon für das Gewicht noch super robust sein lassen. Fürs Gewicht allerdings. Es ist kein Cordura, ja, das ist es nicht. Aber ich habe es ja vielleicht schon, weiß ich gar nicht, ob ich es erwähnt hatte, aber vorgestern haben wir noch bei wirklich fiesem Wind unter unserem selbstgenähten Tarp, also primär hat Evelyn genäht, ich saß nebendran und habe zugeschaut. Inzwischen könnte ich es vielleicht sogar auch selber, ich habe jetzt viel dazugelernt, was die Handarbeit angeht. Aber da saßen wir da drunter und es hat wirklich, wirklich ordentlich gewindet, Böen bis 70, 80 km/h, sowas um den Dreh. Da hat dann schon ordentlich dran gerüttelt und ich musste irgendwann mal nachts nochmal aufstehen, um das Ding noch tiefer abzuspannen, weil es uns so halber davon geflogen ist. Nur halber, es hat zwei Heringe halt rausgeholt aus dem Boden. Die waren dann auch noch da, kein Problem. Es ist mir abgerutscht vom Hering, als dass der Hering weg gewesen wäre. Aber ich habe es dann nochmal tiefer abgespannt und hat auch alles funktioniert. Aber in Anbetracht dessen, dass es dann teilweise wirklich die Böen so richtig drunter gefahren sind und am Tarp gezerrt haben, sind wir sehr positiv überrascht, wie stabil dieses Material doch gewesen ist. Also praxiserprobt ist es damit jetzt auf jeden Fall. Das 36 Gramm 20D Silnylon, was man übrigens auch bei Extremtextil kaufen kann, das soll keine Werbung sein, das ist lediglich ein Hinweis. Ich habe mit denen keinerlei Werbedeal und kriege da nichts für, dass ich das jetzt sage. Nur wen es interessiert. Und es ist sowieso nur dann interessant, wenn man überhaupt Lust hat, sich so ein Zeug selber zusammenzunähen. Ja? Die verkaufen kein fertiges Produkt, die verkaufen nur den Stoff. Ja, bis so rund 50 Gramm pro Quadratmeter. Da sind wir sicherlich dann bei einem durchschnittlichen Silnylon. Das müsste das hier so auch ungefähr haben. Man könnte meinen, da das ja als Bodenplane verkauft wird, sei es noch ein bisschen stabiler. Ist es aber nicht unbedingt. Und ja, haben wir ganz gern, wenn es nicht auf jedes Gramm an Gewicht ankommt. Aber als Bodenplane würde ich Silnylon im Regelfall nicht empfehlen. Dafür ist es einfach nicht robust genug, weil man möchte ja, wenn man schon eine Bodenplane mitnimmt, vielleicht eine haben, bei der man nicht vorher den halben Wald fegen muss, bevor man die Bodenplane hinlegt. Das macht meiner Meinung nach dann überhaupt keinen Sinn. Da braucht man überhaupt keine Bodenplane mitnehmen, wenn man vorher alles auch nur minutiös alles entfernen muss, was diese verletzen könnte. Dann ist die Hülse noch als Nässeschutz zu gebrauchen. Ah, gut. Vielleicht für sowas. Vielleicht, wenn man einen Nässeschutz nach unten will, dann kommt Silnylon nochmal in Frage. Aber ich bin da vorsichtig. So, jedenfalls ist das Zeug aufgebaut. Wieder als Whipstop. Na, sei brav. Scharfstellen. Ja, man kann es, glaube ich, erkennen. Dann gibt es mehrere Varianten der Silikonbeschichtung. Ja? Silnylon, silikonbeschichtetes Nylon. Es gibt einmal die Variante einseitige Beschichtung, die haben wir hier. Da könnt ihr erkennen, auf der Seite deutlich glänzender, deutlich, fühlt sich auch viel glatter an. Eine ganz andere Textur als auf der Seite, auf der es nicht beschichtet ist. Das ist so die billigste Methode. Ne? Man schmiert das Silikon nur auf eine Seite. Hochwertigere Silnylons sind beidseitig beschichtet. Und wenn man jetzt noch ganz viel Geld ausgeben möchte, dann kann man auch Silnylon kriegen, auch wenn es alt ist. Aber Marke Hilleberg zum Beispiel, das ist ein altes Hilleberg-Zelt, die beschichten ihr Nylon mehrfach mit mehreren Schichten Silikon, lassen die vorher noch trocknen, dann kommt nochmal eine Schicht drüber und das auf beiden Seiten. Und das macht dann ein besonders reißfestes, besonders hochwertiges, haltbares und auch besonders UV-stabiles Silnylon aus, das dann halt eben einfach einen Arsch voll Geld kostet. Ja, aber es ist dann nochmal ein bisschen hochwertiger. Ob das sein muss, ich bin heutzutage gar nicht mehr der Meinung, dass das sein muss, aber man kann es kaufen. Ja? Und wenn man in die Antarktis möchte, dann möchte man es vielleicht auch kaufen. Jetzt wird es kühl ohne Tuch. Heieiei. Habe ein bisschen Halsweh, schlicht und ergreifend. Ne? Deswegen Tuch, falls ich immer wundert. Das wäre also die teure Variante. Ne? Sehr alte, teure Variante. 18 Jährchen hat dieses Zelt auf dem Buckel. Ich hätte euch auch ein moderneres in die Kamera halten können. Das Prinzip ist aber gleich geblieben, mehr oder weniger, auch seit 18 Jahren. Im Detail natürlich noch ein bisschen verbessert. Jo, wo habe ich das andere Ding hingeschmissen? Da.
Vorteil ist auf jeden Fall Gewicht. Es ist das derzeit leichteste Zeltmaterial abseits von Dyneema, was es gibt. Dabei ist es noch halbwegs bezahlbar vom Preis her. Außer als Fährreven, aber Quatsch, Fährreven. Ja, auf Fährreven ist auch sauteuer, aber Hilleberg ist natürlich nochmal sauteurer. Das ist eine andere Preiskategorie, ansonsten ist das Zeug recht billig zu haben. Also wenn man das jetzt Modell China einkauft, aus China importiert, ohne Sicherheit, dass es jemals ankommt, nachdem man es bestellt hat, dann kriegt man das für ein Appel und ein Ei nachgeschmissen. Das ist nicht nachhaltig und das ist auch nicht unbedingt umweltfreundlich, im Gegenteil, aber es ist eine Option, ich sag's ja nur. Nicht, dass ihr das machen sollt. Also preislich sind wir sicherlich im Bereich 2, höchstens 2, eher so 1,5 bis ja eben 5, wenn wir uns Hilleberg angucken. Da ist für jeden Geldbeutel ist ein Silnylon dabei. Vorteil vor allen Dingen eben Gewicht. Bei dem geringen Gewicht noch eine hohe Robustheit. Fürs Gewicht, das ist halt auch wieder schwer zu sagen. Ich habe jetzt bewusst robustheitstechnisch 2 bis 3 gegeben und nochmal drunter gemalt. Die 5, hier findet ihr die 5. Weil das Zeug eben für sein Gewicht unglaublich stabil sein kann. Und ein Hilleberg-Silnylon-Zelt eben nachweislich das ist, was man im antarktischen Sturm, wenn man da überhaupt noch in einem Zelt hocken kann, dann in einem Hilleberg-Silnylon-Zelt. Das ist also derzeit das Einzige, was erprobt ist für die krassesten Stürme, die wir so haben auf dem Planeten. Ja? Wenn überhaupt was geht, dann das. Deswegen eben dieses 5 in Klammer. Ja. Nachteile, ich hatte es schon beim Polyesterzeltgewebe erwähnt, wenn es nass wird, dehnt sich es aus, kann extrem nervig sein und es ist nicht UV-beständig langfristig. Wenn die Sonne drauf scheint, verbraucht man jedes Mal Lebensdauer von seinem Gewebe hier. Also jedes Mal, wenn man sich ein Silnylon-Tarp-Zelt oder sonst was aufstellt, tickt quasi die Uhr mit der Stunde, die es Licht abbekommt. Wenn man es nur nachts aufbaut, ist man safe, dann ist okay. Ja? Aufbauen nach Einbruch der Dunkelheit, abbauen bevor es hell wird, dann ist alles gut, dann hält es ewig. Da das im Regelfall halt nicht praktikabel ist, muss man dann damit leben, dass es ein bisschen Licht abkriegt. Die Leute kloppen sich auch ein bisschen bei mir in den Kommentaren. Ein bisschen, ja, nicht schlimm. Das ist ja auch in Ordnung, kann man ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Wie lange hält denn jetzt nun so ein Silikon-Nylon, wenn man es dann ganz oft in die Sonne stellt? Es hängt übrigens auch von der UV-Einstrahlungsintensität ab im hohen Norden, wo man also eine Bolle UV-Strahlung hat. Da hebt es weniger lange, als wenn man es zum Beispiel regelmäßig am Äquator aufstellt. Da ist zwar jede Menge Licht und jede Menge Sonne, aber die UV-Strahlung ist eher gering für die Zeit, die es da jede Menge Licht und jede Menge Sonne gibt. Ja, aber hochwertige 1000 Stunden locker, ja, das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Nach oben, wenn man Glück hat, halt nochmal deutlich länger, wenn man Pech hat, dann halt nicht. Ja, schwer zu sagen, ganz schwer zu sagen. Aber ja, die Lebensdauer ist automatisch sozusagen begrenzt, dadurch, dass es Licht nicht mag, das Gewebe. Das trifft auch noch auf ein paar andere Sachen in der Liste zu, wo das aber einfach nicht so ein Thema ist, weil sie durch was anderes vorher sowieso kaputt gehen, bevor dann das Thema UV-Strahlung zu sehr zum Problem wird. Jeder Kunststoff lässt sich irgendwann von UV-Strahlung zersetzen. Manchmal dauert es aber einfach so lange, dass man es ignorieren kann. Jo! Ja, und schließlich gibt es dann noch das leidige Dyneema. Das ist wirklich ein Zeug. Kaum ein Stoff ist, glaube ich, so polarisierend wie eben Dyneema. Da muss man jetzt auch dazu sagen, ehemals Cuban Fiber. Der Ami mag das noch als Cuban Fiber kennen. Seit wir das in Deutschland überhaupt irgendwie beziehen können, und das ist noch nicht allzu lange her, kann man es eigentlich nur noch Dyneema, kenne ich es nur noch als Dyneema. Also, dass das als Cuban Fiber verkauft worden wäre in Deutschland, wäre mir neu. Ne? So, das ist ein Kunststoff aus dem Segelsport, der wird für Hochleistungs-Speed-Segel-Gedöns-Sachen, also so die richtig schnellen Segelboote, verwendet. Teilweise wird er wohl auch verwendet für irgendwelche Drachengeschichten, also so Drachen zum Dranhängen, die einen dann durch die Gegend ziehen. Aber primär kommt er wohl aus dem Segelsport. So.
Und da so ein Segel ja möglichst viel Wind auffangen soll, dabei aber möglichst immer auch stabil sein, weil wenn es kaputt geht, hast du verloren, ist es einfach ein Stoff, der für enorme Druckbelastungen und enorme Reißfestigkeit bei geringem Gewicht, weil je leichter das Boot ist, desto schneller bist du, wenn du da entsprechend Wind reinkriegst, gedacht ist und konzipiert wurde. Im Prinzip handelt es sich um wenige, sehr, sehr dünne, möglicherweise, es gibt sie theoretisch auch in dick, das macht nur keinen Sinn, sehr, sehr dünne Fasern, die als Gewebe eben ausgebracht werden, also ein Gewebe wie alles andere, mit Silnein und vergleichbar, wo man dann auf der Ober- und auf der Unterseite nochmal eine Form von, eine dicke Schicht Plastik draufklebt. Ja? Im Grunde wenige Fasern mit ganz, ganz viel Kleber, Prinzip Stahlbeton. Die Fasern, die drin sind, die sind der Stahl, der Klebstoff außen auf der Unter- und Oberseite, wie gesagt, auf beiden Seiten wird das gleichermaßen verklebt. Das ist so eine Art Beton quasi. Dieses Bauprinzip, wie man einen stabilen Stoff herstellt, das macht nicht nur Dyneema so, das macht nicht nur Stahlbeton so, sondern erfunden hat es ein anderes Zeug, das nennt sich Holz. Da funktioniert das nämlich auch so. Im Holz haben wir die Zellulosefasern als den Stahl und das Lignin oder auch Holzstoff genannt als den Beton. Und dass Holz ein ziemlich stabiles und dauerhaftes Material sein kann und enormen technischen Ansprüchen genügen kann, wissen wir hoffentlich alle. Ja? Und das war schon da, bevor wir überhaupt angefangen haben, irgendwas zu produzieren. Dementsprechend kann man nur sagen, Dyneema ist an Holz orientiert von der Struktur her. Mir gefällt die Vorstellung. So. Ja, damit kriegen wir jetzt also eine super dünne Plastikfolie im Endeffekt. Ich kann euch das nicht zeigen, ich habe kein einziges bisschen davon da. Es ist so schweineteuer, ich traue mich noch nicht. wiegt, also so als kaufbaren Stoff, sowas zwischen 12 und 24 Gramm pro den Quadratmeter. Ja, also nochmal massiv leichter, mindestens 50% leichter als das leichteste Silnylon, das ich kenne. Und dabei, also gerade als 24 Gramm Dyneema-Variante, ist das Zeug super robust. Ich habe jetzt 3 Robustigkeitssternchen gegeben, nur in Anführungszeichen 3. Einfach deswegen, weil es ist für sein Gewicht unglaublich stabil, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem nur eine super dünne Folie. Und damit kriegt man das schon kaputt. Verhältnis von Gewicht zu Stabilität ist unerreicht. Nichts, kein anderer Stoff kriegt das so hin. Ja, aber damit er ultra leicht ist, muss er halt dünn sein. Und damit ist er dann auch wieder nicht unzerstörbar. Ja, Wasserdichtigkeit ist kein Thema, das Material an sich ist per se wasserdicht, da muss keine Beschichtung drauf. Das ist ein großer Vorteil meiner Meinung nach, weil damit ist es recht umweltfreundlich, dadurch, dass es nämlich als Plastik nicht biologisch abbaubar ist und nicht fusseln kann und nichts abgerieben wird, also zumindest fast nichts, ist das jetzt mal ein Kunststoff, der wahrscheinlich kein Mikroplastik freisetzt oder so gut wie keins, also viel besser als die anderen eben entsprechend. Es ist keine Beschichtung drauf, die von irgendwas beschädigt werden kann. Es ist an sich UV-stabil, man muss es nicht extra noch UV-stabil beschichten. Wie gesagt, es kann kein Wasser aufnehmen, es ist per se wasserunempfindlich, das heißt, es kann sich auch nicht ausdehnen, wenn es nass wird. Und das ist schon alles sehr, sehr, sehr toll. Kaputt gehen kann es, das ist ein möglicher Nachteil durch Delaminierung, dass also die Klebstoffschicht auf der Faserschicht nicht ganz hebt. Das kann dann irgendwann mal abgehen unter Belastung, wenn das Zeug alt wird. Das ist also wohl schon vorgekommen. Ist bei den meisten Leuten wohl scheinbar kein Problem, dass das passiert. Aber wenn es mal durch was kaputt geht, dann entweder dadurch, dass es halt eben doch reißt. Man kriegt recht leicht Löcher rein, also die Stichstabilität ist nicht besonders doll. Dieses Delaminieren ist möglich, ja. Und dann wäre da noch der entscheidende Nachteil, das Zeug ist einfach unendlich teuer. Wirklich irre teuer. Die Amis, die, wenn sie ihr Ultraleicht-Tracking machen, beziehungsweise ihre Fu-Hikes über ihre drei Ami-Wanderwege, die jeweils mindestens 1000 Meilen lang sind oder was weiß ich wie lang, also wirklich so irre lang, wo du ein halbes Jahr lang täglich 30 Kilometer rennst oder sowas, ist nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts für mich. Wer das machen möchte, sehr gerne, habt da auch Respekt vor, alles gut.
die schleppen gerne ein Z-Pax und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das finde ich und verlinke es euch, dann könnt ihr nämlich auch mal sehen, wie die Dynema aussieht, weil ich ja nichts da habe, aber ich habe es schon mal abgefilmt. Ja, die schleppen ein Z-Pax Duplex Tent im Regelfall mit. Das ist wohl das meist oder zumindest beliebteste Zelt, was man auf so einem Fu-Hike mitschleppen kann. Das ist ein Zelt, also ein komplett geschlossener Innenraum mit Mückennetz, dass da wirklich nichts reingeht. Das heißt komplett geschlossen, also nur geschlossen mit Mückennetz. Es findet immer noch eine gewisse Luftzirkulation statt. Jedenfalls, dieses Zelt wiegt sage und schreibe 600 Gramm, ist eigentlich ein Zwei-Personen-Zelt. Man passt da also wohl auch wirklich zu zweit rein und besteht eben aus diesem Dyneema. Für einen Ami kostet das wohl sowas um die $600. Ungefähr. Pi mal Daumen. Das ist viel Geld. Kein Thema. Ja? Und das würde aus deutscher Sicht wäre das auch noch immer viel Geld. Das Doofe ist nur, will man jetzt so ein Zelt nach Deutschland importieren, aber man muss es importieren. Es gibt keinen Hersteller, der das irgendwie, es gibt niemanden, der das in Deutschland verkauft, ohne dass da noch nennenswert Steuern drauf sind. Es ist also völlig Wurst, ob du es dir in Deutschland von demjenigen, der es in Deutschland verkauft, kaufst. Der schlägt dir nämlich die Zoll und Steuern und so weiter und so fort, schlägt dir die drauf, weil da würde er sonst drauf sitzen bleiben. Oder ob du es direkt in den USA bestellst und hierher importierst, in jedem Fall zahlst du dann noch eine unglaubliche Summe an Einfuhrsteuern, Zoll, was weiß ich was alles, keine Ahnung, wie diese jeweiligen behördlichen Abgaben da alle heißen. Aber dann kostet es ungefähr 900. 950 kannst du wohl auch 1000 für ausgeben auf dem Wege. Ja? Die einzige Möglichkeit, wie man als Deutscher derzeit, das kann ich ruhig sagen, weil es ist nur eine reine Sachinformation, nicht, dass ich irgendjemandem sage, der soll das machen. Die einzige Möglichkeit als Deutscher dafür normales Geld ranzukommen, also für die normalen $600 oder 700 von mir aus, ich weiß nicht, keine Ahnung, so genau weiß ich nicht, besteht darin, dass man als Deutscher nach Amiland reist, vielleicht auf dem Hinweg ein Zelt dabei hat, das da in die nächste Mülltonne schmeißt, sich so ein Zelt vor Ort besorgt, und damit dann zurückreist und so tun, als wäre das Zelt dann dasjenige, mit dem man schon eingereist ist, damit sie beim Zoll keine komischen Fragen stellen. Ja? Also das ist derzeit die Möglichkeit, den Betrug letztendlich durchzuführen, um an so ein Zelt für weniger Geld ranzukommen. Das will ich nicht empfehlen, ich sage lediglich, das ist derzeit die einzige Möglichkeit. Natürlich sollt ihr das nicht machen, das ist ja hochgradig illegal. Ja. Da man noch nicht wirklich sagen kann, wie sehr das Delaminieren-Problem oder wie sehr die Haltbarkeit von diesem Dyneema wirklich ein Problem ist, und derzeit sieht so aus, als wäre das alles kein Problem, scheint das wirklich ein wirklich ganz, ganz tolles Material für Outdoor-Unterfangen zu sein, wenn man vom Preis mal absieht. Sobald man den Preis mit einkalkuliert, halte ich das Zeug für völlig behämmert. Weil der Gewichtsunterschied zwischen 12 Gramm für einen Tarpstoff und 36 Gramm für einen Tarpstoff beim 2x3 Meter Tarp, ich habe das schon mal ausgerechnet, macht das 100 Gramm aus oder irgendwie sowas. Und der Preisunterschied beträgt ca. 200 Euro. Ja. Also wenn man jetzt für 100 Gramm 200 Euro ausgeben möchte, für 100 Gramm Gewichtsersparnis, dann halte ich das für relativ dämlich. Und das ist so mein Hauptkritikpunkt an Dyneema. Für wen Geld keine Rolle spielt, viel Spaß. Ja, für alle anderen lasst die Finger davon. Aber es gibt es, vielleicht wird es ja mal irgendwann billiger, insbesondere wenn man mal in Deutschland einen Hersteller von dem Zeug hätte, dass man da nicht also dauernd die Steuern und die ganzen Zollgebühren und so weiter fortzuzahlen muss. Jo. So, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, hier steht noch auf der Liste Tyvek. Tyvek ist der Diskussionspunkt. Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Ich hätte noch einen Diskussionspunkt. Kann mir bitte jemand sagen, wie wasserdicht eurer Erfahrung nach Tyvek ist? So, und für diejenigen, die Tyvek nicht kennen, das ist ein papierartiger Kunststoff, der fühlt sich von der Haptik so ziemlich papierig an. Ich habe auch noch keinen da, ich habe es mir noch nicht gekauft, weil ich eben erstmal wissen will, wie wasserdicht ist denn das Zeug. Wird traditionell am häufigsten verwendet, als gefühlt am häufigsten verwendet, als Unterlegplane. Wäre also eine Alternative zur Baumarktplane, die ich ja gerade als Unterlegplane verwende. Tyvek ist nochmal einen Ticken leichter, so ab 50 Gramm ungefähr. Ich würde dann auch gerne so ein leichtes nehmen. Das ist jetzt circa 50 Gramm Qualität, vielleicht 60 Gramm Qualität, irgendwie sowas um den Dreh ist.
soll sehr reißfest sein, soll recht stichdicht sein, soll aber raschelarm sein. Und es gibt glattes Tyvek und raues Tyvek. Dieses raue ist dieses papierartigere, während das glatte dann ja wahrscheinlich mehr an normale Plastikfolie erinnert. Aber ich kann es noch nicht so genau sagen. Die technischen Daten, die ich gefunden habe zur Wassersäule von dem Zeug, gehen von so höchstens 1200 Millilitern aus. Millimeter, verflucht nochmal. Und das wäre mir jetzt als Bodenplan ein bisschen zu wenig. Da würde ich mir gerne was wünschen, was etwas mehr hat. Wenn jetzt aber jede Menge Leute sagen, oh, ich habe damit schon auf dem überfluteten Acker gepennt, da ist trotzdem kein Wasser durchgekommen, dann wäre es ja wieder in Ordnung. Aber da fehlen mir halt einfach die Erfahrungswerte. Deshalb der Wunsch, falls jemand hier jetzt noch zuschaut und tatsächlich Tyvek kennt, bin für jeden Hinweis dankbar. So. Und damit haben wir jetzt sämtliche Stoffe durchgekaut. Eigentlich wollte ich noch zwei, drei Dinge hinten anschließen, ich habe aber keine Lust mehr. Ich habe schlicht und ergreifend keine Lust mehr. Deshalb eine letzte Sache für hinten an, noch ganz kurz. Was wir ja nicht aufgeführt hatten, waren Stoffe, die gefüttert sind. Ja? Also man kann ja eine Jacke nehmen, aus egal welchem Obermaterial, völlig Wurst, meinetwegen Polyester, Softshell oder sonst wie, klatscht dahinter irgendein Fütterungsmaterial, irgendeinen Dämmstoff und dann nochmal irgendein anderes Material auf die Innenseite und in dem Moment hat man eine gefütterte Jacke. Das ist hier wie gesagt nicht aufgeführt. Zu diesem Isolationsstoff zwei Anmerkungen. Erstens, damit der warm ist, also genau genommen ein grundsätzlicher Satz und dann zwei Anmerkungen. Damit der warm ist, muss der eben entsprechend ein warmes, aufgewärmtes, von der Körpertemperatur aufgewärmtes Luftpolster am Körper halten. Fließt tut das zum Beispiel, indem er eine superfasrige Oberfläche hat und zwischen den einzelnen Fasern bleibt die warme Luft hängen und wird dann am Körper gehalten. Deswegen ist einem warm, wenn man einen dicken, fetten Fließpulli anhat. So, Material mit Isolationsfüllung macht genau das Gleiche. In der Isolationsfüllung wird die Luft eben durch die wollige Struktur zum Beispiel der Isolationsfüllung, Wolle macht das genauso, ja, also Wolle wäre das gleiche Prinzip wie bei Vlies. Und irgendeine gefüllte Jacke, die zum Beispiel eine Wollfüllung hat, wäre auch vorstellbar, würde dann auch wieder das machen. Diese gekräuselte Struktur der Wollfäden erzeugt einfach ein Milieu, in dem die Luft gut hängen bleibt und dadurch wird, dass sie vom Körper aufgeheizt wird, fühlt sich das Ganze warm an und wir frieren nicht. So, und jetzt die zwei Anmerkungen. Will man eine Isolationsschicht am Körper haben, gibt es zwei Möglichkeiten, dass diese besonders effektiv ist. Entweder sie ist besonders dicht oder sie ist besonders dick. Oder man kombiniert beides miteinander, dann ist einem sehr, 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 sehr warm. Das kann man schön sehen bei Daune versus Kunstfaserklamotte. Ja? Eine Isolationsdaunenjacke. Man kennt sie, das sind die Leute, die rumrennen wie das Michelin-Männchen mit so fetten, fetten Wülsten an Kleidung, die so richtig fett mit Daune ausgepolstert sind. Das gibt dann eine dicke, fette Jacke, die sie schön aufbauscht. Sie lässt sich aber auch komprimieren und sie bauscht sich dann wieder auf und sie lässt sich komprimieren und bauscht sich wieder auf. Und dadurch, dass die sich sehr weit aufbauscht, hat man da mordsmäßig viel Schicht, wo sich ein sehr dickes, sehr mächtiges Luftpaket drin sammeln kann und dieses kann man dann durch die eigene Körpertemperatur aufwärmen und dann ist einem Wolle warm. Deswegen hat Daune hervorragende Isolationseigenschaften, übrigens nach wie vor die besten überhaupt, besser als Kunstfaser. Es gibt noch keine Kunstfaser, die es so gut könnte wie Daune. Dafür ist Daune halt unter Umständen wirklich auch mit gewissen Umweltauswirkungen nur herstellbar. Kunstfaserzeug zwar auch, aber die können geringer sein, als wenn man eben Daune aus Tierquälerei zum Beispiel verwendet. Deswegen wäre ich bei Daune immer vorsichtig. Kann man sehr sinnvolle Daune finden. Es gibt sehr nachhaltige Daune, dann ist alles gut. Die kostet dann ein Vermögen, aber alles andere stammt dann gegebenenfalls vielleicht aus Tierquälerei. Für wen das interessant ist, wem das egal ist, ja, ich sage ja nur. Das ist also die Art und Weise, wie Daune isoliert. Sie macht ein recht lockeres, fluffiges Füllmaterial, das einfach sehr dick ist und hält damit eine dicke Luftschicht locker fest. Kunstfaser ist die andere Richtung. Das baut ein deutlich weniger dickes, dafür deutlich dichteres Isolationsschichtlein auf, hält die Luft deutlich besser fest, aber es hält weniger Luft fest.
Ja, wir haben also eine dünnere, aber dafür fester festgehaltene Isolationsluftschicht sozusagen, mit der uns dann trotzdem wieder warm ist. Ja? Das heißt, im Endeffekt kann man nicht Daunenisolation mit Kunstfaserisolation direkt vergleichen, weil sie so ein bisschen nach unterschiedlichen Prinzipien funktionieren. Nichtsdestotrotz, fürs mit nach Hause nehmen, Daune isoliert besser als Kunstfaser. Kunstfaser ist deswegen aber noch lange nicht scheiße als Isolationsmaterial. Und wenn man jetzt einfach nur eine Daunenjacke, die so fett ist, und eine Kunstfaserjacke, die so fett ist, nebeneinander legt und so tut, als wäre die Daunenjacke automatisch dreimal so warm, weil sie dreimal so dick ist, das stimmt nicht. Die ist vermutlich schon ein bisschen wärmer, aber man kann nicht einfach dicke von Daunenisolation und Kunstfaserisolation voneinander vergleichen. So, das war jetzt noch das, was ich mindestens sagen wollte zum Thema Isolation zwischen den jeweiligen Stoffen. Gilt im Übrigen genauso für Schlafsäcke, ja, was ich gerade zu Isolationsjacken erzählt habe. Ich habe jetzt die Schnauze voll und jetzt mache ich nichts mehr zur Ausrüstung. Ich habe zwar noch ein Video vorproduziert, wo es auch im weiteren Sinne um Ausrüstung geht und dann vielleicht noch ein paar philosophische Dinge zur Ausrüstung, aber nichts Ausrüstungspraktisches mehr und ohne irgendwelche Marken oder sonst was zu nennen, sondern mehr so ein bisschen was Philosophisches vielleicht. Das mache ich auch noch, aber dann ist mal wieder gut. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen lehrreich, für den einen oder anderen interessant. Und wenn es die ersten beiden Sachen nicht gewesen ist, dann war es hoffentlich zumindest unterhaltsam. Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.